Oh, verdammt, mein Wecker. Oh, verdammt nochmal. Mach den verdammten Wecker aus. Oh Gott, ich muss gleich zur Arbeit. Oh, ich gehe nochmal ganz schnell duschen. Super entspannt, ja, Mann. Okay, das reicht jetzt auch. Ich muss nochmal ganz kurz auf Toilette. Oh, ich muss mir unbedingt nochmal das neue Video von Denome reinziehen. Kuss und wir gehen rein. Also Leute, ich öffne. Ja, Mann, Poppy Playtime, voll geil. Ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen lauter machen. Oh yeah, Baby, der Typ ist klasse, Alter. Ja, Mann. Ich glaube, die hier so reinkommen. Wobei, wir könnten noch mal gucken, ob wir kennen. Verdammt, Leute. Lieber mal aus, was ist hier los? Was soll das, Mann? Immer so laut, dieser Vollidiot, Mann. Ich lasse ihn hier wohnen. Und immer ist er so laut. Hä? Wer ist denn da draußen? Oh, verdammt, Mann. Hey, was geht? Na klar, warum bist du so laut? Ich guck da unten mein Video von Woel Nice und du bist hier und machst Poppy Playtime. Ich brauch schnell lauter machen. Ja. Also, ja, ich wollte eigentlich gleich zur Arbeit. Ich hab grad noch ein Video von Denno geglotzt, Mann. Junge, dann guck das auf der Arbeit und nicht in der Butze auf 100 Lautstärke. Okay, ja, ich fahre dann jetzt zur Arbeit. Ich nehme den Fernseher hier aus der Wohnung. Ich lass dich hier wohnen, Mann. Nein, Bruder, bitte. Ich weiß, du lässt mich hier wohnen. Also, sag mal, hast du eigentlich keine Arbeit? Nein, du hast meinen Foodtruck kaputt gemacht. Ja, was machst du jetzt den ganzen Tag? Ja, ich suche gerade einen Käufer für das Haus. Du bist Flixgewalt eh raus. Was? Du suchst einen Käufer für das Haus? Nein, Mann. Warum denn? Kannst du? Ich habe kein Geld. Ich hab eine gute Idee. Mein Chef hat gesagt so, ich arbeite momentan halt in der Schrottfabrik so. Mein Chef hat gesagt, ne, ich könnte halt einen Kollegen mitbringen, der vielleicht einen Job suchen könnte. Man wird gut bezahlt, also gibt schon ordentlich Cash. Aber denk dran, 20% gehen an mich, ne, wegen Vermittlung. Voila, ich mach gar nichts. Gar nichts. Ich sitze da in der Ecke, du machst Arbeit, ja? Nein, Mann, der Chef, der, ich sag dir, also, komm einfach mit. Ich würde einfach dahin fahren und nehm dir einfach mit, ja? Okay, cool. Ey, darf ich heute fahren, Bruder? Ja, komm, Mann. Geil, Mann, voll gut. Ich sag dir, du brauchst dir eigentlich auch keine Sorgen machen. Ich fahr das Ding hier ganz entspannt. Oh! Dein Ernst jetzt? Dein Ernst jetzt? Dein Ernst jetzt? Digga, warte mal ganz kurz. War das die Tür hier? Oh, scheiße, da, Ey, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wir müssen heute halt... Erklären, nicht demonstrieren, also, ja? Wir sollen heute eigentlich nur die Autos, die jetzt hier stehen, die müssen in die Schrottpresse. Und wir haben halt noch ein paar Außenstellen, da müssen wir heute auch noch hin. Na, aber eigentlich hast du hier heute nicht viel zu tun. Also du nimmst das Auto halt rein und fährst halt einfach hier rein! Oh Gott! Also, wir haben ja heute ordentlich was zu tun. Wir sollen zwei Panzer... Mein Auto. Was sollte das? Was sollte das? Digga, ich wollte doch nur demonstrieren, wie das hier heute funktioniert. Du kannst ja... Also, ich sag dir, der Job wird richtig gut bezahlt, Bro. Wie viele Bloxos hast du beim Fritteusenfett verdient? Fünf. In deinem Pommeswagen da. Digga, du kriegst hier monatlich 10.000. Ich gehe gleich zum Chef und sag, ich will Geld sehen. Ich will Geld sehen. Her damit jetzt. Junge, du musst jetzt hier erstmal arbeiten, bevor du Geld siehst, ne? Also deine Karre ist jetzt im Eimer, aber du kannst dir da locker eine neue von holen. Pass auf, wir haben heute ein paar Aufträge. Die Panzer, die sind von einem speziellen Kunden. Wir stellen hier keine Fragen. Wir entsorgen einfach. Die beiden Panzer müssen zeitgleich in diesen Ring gefahren werden. Den Schulbus und das Auto hier vorne, das ist mein Job. Den LKW, da müssen wir dann einmal gucken. Du musst auf jeden Fall noch dieses Zeitmaschinenauto hier, das muss dringend entsorgt werden. Und dieser Geldtransporter, der muss da hochgefahren werden, ja? Bei dem Geldtransporter... Keine Fragen stellen, einfach machen. Okay, Bro, dann fahr mal rein da mit deinem DeLorean. Also so... Auf jeden. Nee, der muss vorne in den Ring rein, direkt. Ach so. Ja, rückwärts, ich wollte rückwärts reinfahren, weißt du? Okay, ich fahr dann auch mal rein, ja? Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Auto ist, aber wow! Oh, verdammt! Ja, das ist jetzt gerade nicht so gut gelaufen, aber okay, pass auf, Wir steigen am besten erstmal in die Panzer rein, ja? Das sollte eigentlich ganz locker sein. Ich habe keine Ahnung, was das links für einer ist. Es könnte experimental sein, aber müssen wir mal gucken. Warte mal, ich habe hier eine kleine technische Störung! Oh Gott! Ah, Hilfe! Wow! Der Panzer hat eine Macke! Oh, ich muss ihn da irgendwie reinfahren! Oh! Okay. Schnell und rein jetzt! Oh! Ja, das läuft! Oh Gott! Ayos mios! Aua!
Ja, also der Job ist natürlich immer gefährlich, aber wir haben ja Sicherheitskleidung an. Du übernimmst dann am besten mal den Geldtransporter, ne? Nö, ich würde hier in den Bus einsteigen. Lass okay. Ja, steig mal ein. Warte mal, dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ich mach dir mal die Tür auf. Ja, Ach, ich geh hinten rein. Entspannt, Tür ist offen. Setzen Sie sich ganz entspannt. Ich sitz hinten. Ja, Mann, Alter, miese Sonnenbrille hast du da auf, ey, ganz krass. Nur Versager sitzen hinten. Ich trinke Cola, ne? Ich verklecker extra. Leute, wer sitzt auch gerne im Bus hinten? Ganz ehrlich, Hashtag hinten in die Kommentare, wenn ihr im Bus auch gerne hinten sitzt, ne? Aber ich sag euch, was geht. Kinder, es geht zur Schule. Wow! Aua. Also, jetzt muss der Geldtransporter in die Presse da oben reingefahren werden. Und ich muss danach direkt nochmal den Laster da reinhauen. Was ist das denn? 50.000 Blocks, Schubega. Was? Wo sind die jetzt? Digga, wo ist jetzt das Geld? Ey! Warte mal ganz kurz. Oh, Mann. Verdammter, ich will das Geld sehen. Hoch mit dir. Oh, ich komme da nicht so locker hoch. Schubst dich an, Bruder. Ich soll dich anschubsen. Verdammt nochmal, hoch damit. Oh, das wird irgendwie nichts. Für solche speziellen Fälle haben wir die Detonations-Timebomb erfunden. Müssen jetzt aber vorsichtig sein beim Platzieren. Gut. Die Bombe. Steh! Jo, Noel. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal, glaube ich, hier die, den Zug und den Laster da vorne von diesem Hochhaus hier runterwerfen, Mann. Echt jetzt? Ich hab Angst. Brauchst du keine Angst haben. Da fährst du runter wie ein Mann und dann läuft das. Okay, ich bin gespannt. Ich guck mir das an, wie du das machst, ne? Ich guck mal an, wie du das machst. Ich bin super gespannt. Bist du bereit? Und jetzt geht der LKW rein. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann gucken wir doch mal, ob das hier geht. Fahr, Alter! Verdammter Zug, runter mit dir! Los! Oh, der Reifen, es ist so knapp. Ja! Ja! Los, noch ein Stück! Ja, der Zug kommt! Und das muss jetzt klappen! Runter vom Dach! Oh Gott! Oh je! Aios mios! Hallo, Dedo! Also, Warum ich sauer bin? Weil dieser verdammte Zug hier noch nicht in die Luft gesprengt wurde. Ich werfe jetzt eine Granate rein. Mir verdammt nochmal egal, was hier passiert. Hä? Das war's? Yeah. Ja, Bruder, was geht ab da drüben? Bruder, ich hab ein neues Auto. Wird's jetzt hier mal Zeit für eine Challenge? Eine Challenge oder was? Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt eine richtig fette Challenge, wer hier ganz clean durchkommt, oder? 3 Versuche? Okay, bin ich dabei. Alles klar, let's go. Dann würde ich sagen, ballern wir hier direkt mal. Los. Ich hab's geschafft, Mayday! Oh! Ich hab's nicht geschafft. Hochziehen! Ich geh wieder nach oben. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn bei ihm ab? Wow! Okay, das war's komplett. Ja! Okay. Digga! Hä? Ja? Wie schnell kann man sich drehen? Richtig schnell. Wow! Ich fliege! Ich fliege! Okay, ich versuch's auch jetzt. Ich fall runter. Ja. Ich krieg die Karre irgendwie hochgezogen. Leute, ich würde sagen, das zählt, oder? Was meint ihr? Auf ganz entspannt surft er da unten längs. Guck mal, Mann. Yeah! Locker! Ja, easy. Ich zieh jetzt durch. Hast du Lust, mal vom Flugplatz hochzufliegen? Also, ich sag dir, was ich jetzt mach. Ich werde jetzt mal direkt hier vorne in die Fabrik reinscheppern. Okay, ich komm auch. Oh, wow. Ja, okay, ich glaube, das war's. Also, mit der Fabrik wird wohl nichts. Yo, Mann, guck dir mal diese beiden Geräte an. Das waren mal Kissy, Missy und Huggy Wuggy. Deren Seelen sind aus dem Körper. Nein. Ja, Mann, und wir müssen die jetzt einfach zerstören. Die werden jetzt hier vorne schön reingeledert. Du darfst dir jemanden aussuchen. Aber mal ganz kurz. An die Community, ne? Also wirklich mal, komm mal hierher, Noel. Guck mal die beiden so an. An die Community. Wen hättet ihr genommen? Wen würdet ihr lieber zerstören? Huggy Wuggy oder Kissy Missy? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Damit, ne? Also ich würde sagen, Noel, du darfst es auf jeden Fall aussuchen, Bro. Ich nehme Huggy Wuggy. Ja, Mann. Dann gehört Kissy mir, Alter. Und ich sag dir, einfach rein da und... Hä? Warte. Kannst du dich mal anschieben, Bro? Vielleicht mal so ein bisschen anschieben mäßig. Oh, komm schon. Und jetzt. Jawohl. Leute, guckt euch mal an, wie die jetzt aussieht.
Also, das war wohl mal Kissi-Missi, ne? Würde ich mal sagen jetzt. Du kannst dich auch nach vorne lehnen, ne? Was ist das denn für ein Mist? Aber jetzt seh mal zu, dass du da reinfährst, sonst muss ich dir gleich einen Raketenwerfer reindrücken. Also, sieh zu, dass du da jetzt reinkommst. Ah, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Er macht das gut. Es könnte sein, dass es tatsächlich sogar klappt. Wir gucken mal. Rein damit jetzt, du Lahmarsch. Ich kann nicht schneller fahren. Raketenwerfer weg, Denno. Also, ich sag dir, wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich dein Haus wohl für mich behalten. Ja, das sieht ja ganz gut aus schon. Hä? Ich wurde geschreddert. Was ist denn da? Oh. Ja, perfekt. Also in dem Sinne. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Brick Tricks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und wenn ihr vielleicht noch andere Videos von Brick Tricks schauen wollt, könnt ihr das gerne hier oben machen. Ich wünsche euch was. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.